Der 25. Spieltag der deutschen Eishockeyliga. Und in Düsseldorf treffen sich die DEG und die Kölner Haie zum 217. rheinischen Derby. Beide Teams trennt in der Tabelle nur ein Platz. Und für die Mannschaften von Mike Pellegrins und Peter Dreiseitel geht es nicht nur deshalb um mehr als ums Prestige. Köln mit dem besseren Start in diese Partie. Aber die erste richtig gute Gelegenheit und mehr gehörte der Düsseldorfer EG. Köln, naja, so richtig konzentriert, nicht unbedingt in der Defensive stehen. Dann Barter mit dem Schuss und plötzlich ist die Scheibe drin. Justin Peters zum ersten Mal an diesem Hockeyabend geschlagen. Da Barter-Schuss, viel Traffic vor dem Kasten der Kölner Haie und dann ist die Scheibe zum ersten Mal drin. 10 Minuten 49 waren da gespielt. Aber die Kölner hatten eine schnelle Antwort. Am Ende werden es 128 Sekunden sein. Die Vorarbeit leisten Zerrissen, der die Scheibe rausbringt, dann Newlock und dann Uvira auf dem Weg. Der Ausgleich 1:1. Newlock, toller Blick, No-Look-Pass auf Uvira. Und dass der schnell laufen kann, das wissen wir alle. Schließt ab gegen Matthias Niederberger zwischen den Pfosten des Düsseldorfer Tors. Peter Dreiseitel nicht unzufrieden, aber richtig glücklich sieht er auch nicht aus. In den ersten 10 Minuten des Mittelabschnitts bleiben seine Kölner die bessere Mannschaft. Dann dreht sich die Partie und dann starten die Düsseldorfer durch. Lewandowski auf Marshall. Aber das reicht noch nicht zur Führung. Marshall, der Defensivverteidiger, mit einem richtig guten Abschluss. Dann laufen die letzten Sekunden. Düsseldorf in Überzahl, Köln mit einem Mann weniger. Und plötzlich dieser Konterchance. Erst Hospelt, dann Newlock. Und was ist das für ein Save von Matthias Niederberger? Ein Riesending des Youngsters. Hier holt er die Scheibe raus und keiner weiß wie. Ein Top-Save. Dreiseitel ärgert sich. Muss aber genauso wie Mike Pellegrins damit leben, dass die Entscheidung erst im Schlussabschnitt fällt. Der bleibt spannend, ist hart umkämpft, taktisch geprägt. Beide Teams in Zweikämpfen verstrickt. Und so ein Zweikampf, der wird dann zur erneuten Führung. Ryan Jones für die Kölner Haie. Da sahen wir es von der Bande, dann Gogula, Jones durch die Schoner von Matthias Niederberger und dann der Kölner Jubel. Ganz, ganz klasse gemacht und gelobt von den Haie-Fans oben im Unterrang. Die letzten 2 Minuten laufen. Düsseldorf hat den Goalie rausgenommen. Und dann ist die Scheibe wieder drin. Justin Peters zeigt es an. Hoher Stock, Fragezeichen. Die Schiedsrichter werden zum Videobeweis gehen. Schauen sich die Szene noch mal an. Das der Schuss von Ebner und dann Lukas Laub. Fälscht er ab oder nicht? Die Liga sagt in der Statistik nein. Bernhard Ebner sagt, der Youngster war dran. So geht's in die Overtime. Beim Stand von 2:2 und die erste gute Gelegenheit hat Jeremy Welch. Da knallt's ans Metall. Düsseldorf hätte dieses Match für sich entscheiden können. Dann die letzten Sekunden und eigentlich, ja, kann ja nichts mehr passieren. Oder doch? Hanowski holt sich die Scheibe. Düsseldorf nicht nah genug dran. Da kommt der Traumpass. Und was macht Schack da? Schack bringt die Scheibe über die Linie. Trifft zum Siegtreffer. Auch das zweite Derby der Saison geht an die Haie. Und der Schläger von Matthias Niederberger, der geht zu Bruch. Köln jubelt über den Sieg bei der DEG. Ja, ich glaube, war alles dabei, was man sich wünscht als Zuschauer. Ich denke, wir haben sehr gut angefangen, haben wirklich ein super erstes Drittel gespielt. Haben auch den Rückstand, der meiner Meinung nach zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt verdient war, haben wir gut weggesteckt, direkt geantwortet. Und im zweiten Drittel, denke ich, sind wir durch die Strafzeit ein bisschen abgekommen, aber dann haben wir das schon so gemacht, wie wir uns vorgestellt haben. Und ich glaube, durch die harte Arbeit hatten wir heute dann auch das Quäntchen Glück. Ich meine, Düsseldorf hat auch eine riesen Chance gehabt an die Latte in der Verlängerung. Und ja, ich denke, ich bin deiner Meinung, wir haben am Ende verdient gewonnen. 3 Sekunden vor Schluss, Overtime, ein Gegentor kassieren, das, ja, das macht mich nicht traurig, sondern das ärgert mich wie Sau. Ja, wir haben einen Weg gefunden, einen Punkt zu holen. Sind schwer ins Spiel reinkommen. Nervös, ein bisschen. Wir haben uns aber irgendwie reingebissen, reingekämpft ins Spiel. Dann am Ende, ja, 6-5, glaube ich, war es. Wir versuchen, die Scheiben zum Tor bringen. Und heute ist er reingegangen. Aber wie gesagt, 3 Sekunden vor Schluss.
in der Overtime dürfen wir keinen Gegentor kassieren. Die Haie sichern sich den zweiten Derby-Sieg der Saison und wichtige Punkte. Zudem den ersten Sieg unter dem neuen Cheftrainer Peter Dreiseitel. Düsseldorf dagegen kassiert die erste Niederlage nach 4 Siegen in Folge.